Es sind nicht die Unterschiede, die uns trennen. Es ist die Unfähigkeit, die Unterschiede zu erkennen, zu akzeptieren und wertzuschätzen. Die Inklusion im Verein zu etablieren war und ist die Intention des Projektes Einfach gemeinsam. In Kooperation mit dem Landessportbund Rheinland-Pfalz, dem Sportbund Rheinland, Special Olympics Rheinland-Pfalz, dem Behinderten- und Rehabilitationssportverband Rheinland-Pfalz, dem Fußballverband Rheinland und der Ortsgemeinde Kruft wurde ein preisgekröntes Modellprojekt umgesetzt, das Maßstäbe setzte und spürbar das sportliche und soziale Miteinander im besten Sinne förderte. Inklusion, leicht gesagt, schwer getan. Über die Teilhabe von Menschen mit Behinderung im Verein informierte eine Veranstaltung der DJK Kruft. Neben den Referenten aus dem Vereins- und Verbandsleben berichteten auch Betroffene über ihre Erfahrungen. Das Ziel der Veranstaltung wurde erreicht, nämlich Mut zu machen, um Positionen im Sportverein zu übernehmen, um Teil eines Vereins zu werden und das Vereinsleben mit Freude auszufüllen. Zum Beispiel als DFB-Vereinsmanager C. Auf die Idee kam ich durch mein großes Idol und durch mein Vorbild Colin Bell, der gesagt hat, Stefan, du musst einfach was machen, weil wenn du nichts machen würdest, gänge ein Talent verloren und für viele Menschen, die das gleiche Schicksal haben wie du, vielleicht auch ein Vorbild. Nicht immer geht alles glatt, zumindest in Vereinen, für die Inklusion noch ein Fremdwort ist. Bei Chico hieß es zunächst, du kannst mittrainieren, so weit wie du kannst. Ich habe alles mitgemacht, aber dann halt wegen meiner motorischen Fehlerquote, die ich habe, halt beim Laufen konnte ich halt keine regulären 45 Minuten mitspielen. Mit dem Rollstuhl durch den Wald? Unmöglich? Nein, wenn der Wille da ist und alle an einem Strang ziehen, geht das wunderbar. Gemeinsam läuft's eben besser. Im wahrsten Sinne dieses Mottos starteten am Sonntag Menschen mit und ohne Behinderung zur gemeinschaftlichen Wandertour. Rund um den Waldsee bei Kruft führten verschiedene Wege zum Ziel. Heute ist der Wandertag und ich gehe mit den 3 Kilometer hier mit. Und was wird heute die größte Freude bringen? Ja, halt die Natur. Das ist so. Und vor allem das Rundrum. Ich glaube, die 12 Kilometer heute. Die Aktivitäten der Ortsgemeinde Kruft sowie die der beiden Krufter Sportvereine DJK und TV in Sachen Inklusion sind leider noch lange nicht Standard in der deutschen Vereinslandschaft. Es ist tatsächlich so, dass wir auch im Rahmen des Landessportbundes sehr, sehr oft erleben, dass das Thema gar nicht aufgegriffen oder noch nicht aufgegriffen wird. Ein erfreulicher Tag für alle Beteiligten. Ein erfreulicher Tag für die Inklusion. Also in Kooperation mit dem Landessportbund und dem Jiu-Jitsu-Verband findet hier ein Selbstverteidigungstraining statt, das im Bereich der Inklusion einfach gemeinsam Sport und Kraft stattfindet. Kerngedanke ist ja die Chancengleichheit von Menschen mit Behinderung und ich bin beim Landessportbund zuständig für das Thema Kinderschutz, setze also sehr viele Selbstbehauptungskurse landesweit um und ich fand den Gedanken unheimlich spannend, Menschen mit Behinderung und ohne Behinderung zusammenzubringen und ein Selbstbehauptungstraining umzusetzen. Und so haben wir das ins Leben gerufen. Ich finde es eine unheimlich spannende Sache und bin dankbar, dass so viele Kinder den Weg hier nach Kruft gefunden haben. Insgesamt 23 Kinder nahmen an dem Selbstbehauptungskurs teil, 10 davon mit einer Behinderung. Hier lernten die Kinder zwischen 8 und 11 Jahren einander zu vertrauen, aber auch sich gegen Schikanen zur Wehr zu setzen und nicht zum typischen Opfer zu werden. Der Sport ist die eine Sache, die Lebensfreude, das gemeinsame Teilhaben, das ist das andere. Und das hat jetzt schon ein bisschen
ja, Tradition im Laufe des Jahres gewonnen und wir sind halt froh, dass es so angenommen wird und es geht in erster Linie um das gemeinsame Erleben, um den gemeinsamen Spaß haben. Ein Mannschaftssport wie Basketball hat ganz besondere Vorteile. Der erste Punkt ist Teamgeist, da wird sehr viel im Team gespielt und wenn das Team dann gewonnen hat, ist dann die Freude desto größer in der Mannschaft. 2015 kann man ja in Kruft als das Jahr der Inklusion bezeichnen. Was hat sich denn überhaupt im Umgang miteinander geändert? Wir machen viel mehr zusammen. Wir waren auch September waren wir ja auch in Mainz. Da war die Vergabe vom Stern, vom silbernen Stern. Und da wurde das Projekt Inklusion hat den ersten Platz erreicht und somit fahren wir jetzt am 26. Januar nach Berlin. Und da haben wir uns alle halt sehr gefreut, dass wir den ersten Platz gemacht haben, weil von uns hat keiner mit gerechnet, dass wir unter den Top 3 kommen. Da hatten wir sehr viel Freude gehabt und wir haben dann auch von auswärts von Leuten Glückwünsche und bekommen. Sie funkeln wieder, die Sterne des Sports. Zum 5. Mal werden sie in Rheinland-Pfalz vergeben. 7 Vereine hatten sich beworben um die Auszeichnung für soziales und gesellschaftliches Engagement. Gerade eben dann die Entscheidung der Jury. Einfach gemeinsam. Sport in Kruft heißt das Siegerprojekt mit eigener Facebook-Seite. Es geht um Inklusion. Jeder Mensch, ob mit oder ohne Behinderung, kann überall dabei sein und mitmachen. In Kruft in der Eifel haben sie das ein Jahr lang mit vielen Veranstaltungen vorgelebt. Mir ist es gelungen, im Sinne von Inklusion und Integration alle unter ein Dach zu bringen und damit eine große Leistung zu bringen. Und sie haben es verdient. Tasten, fühlen, erleben. Warum Barrierefreiheit so wichtig ist, wie sich das Leben als Nichtsehende anfühlt. Ein Aspekt, um den es bei einfach gemeinsam Sport in Kruft geht. Am wichtigsten ist aber das Sporterlebnis. Behinderte und Nichtbehinderte haben gemeinsam bei einem Tenniscamp gespielt, Wanderungen unternommen oder sich an einem 2-tägigen Fußballcamp ausprobiert. Der Fußball unterscheidet nicht nach Behinderung, sondern da stehen 11 Leute auf dem Platz und da wird mit einem Ball gespielt und links und rechts sind die Außenlinien. Also Fußball so pur erleben, wie er nun mal ist. Und das macht allen Spaß. An 8 Trainingsstationen probierten sich fast 100 Fußballer mit und ohne Behinderung. Bei dem Ereignis mal dabei zu sein, das freut mich am meisten. Es ist schön, mit so Leuten zu spielen, die nicht behindert sind und behindert sind, zusammenspielen mit denen. Das macht Spaß. Fußball bedeutet alles, Bewegung, Freundschaft, einfach Spaß am Leben zu haben. Das hölzerne Wort Inklusion. In Kruft ist es ganz lebendig geworden. Und dafür gibt's die Sterne des Sports 2015, überreicht vom Sportminister Roger Lewens. Ein Preis, Lohn und Ansporn zugleich. Die Eigendynamik, die das Projekt entwickelt hat, ist so massiv oder so toll, dass wir jetzt halt gerne es fortführen wollen. Wir wollen es jetzt auswerten mit den Betroffenen und sind jetzt dabei, den Jahresplan 2016 zu erstellen. Mit dem silbernen Stern und 2500 Euro Preisgeld geht's im Januar nach Berlin zur bundesweiten Preisvergabe. Vielleicht kommt für die Krufter dann ja noch ein goldener Stern hinzu. Im Jahr 2015 kümmerten sich in insgesamt 21 Veranstaltungen mit rund 1000 Teilnehmern über 100 Helfer um Organisation und Ablauf. Neben den erhaltenen Auszeichnungen überzeugte das Projekt einfach gemeinsam durchgehend mit der für alle spürbaren Verbesserung im gegenseitigen Verständnis. Die Botschaft kam klar rüber. Inklusion ist kein Pflichtprogramm, sondern eine einmalige Möglichkeit, unser Miteinander nachhaltig zu harmonisieren. Mitleid bekomme ich Anführungszeichen zwar nicht gezeigt, aber wie die dann mit einem umgehen, komme ich nicht mit klar. Ich bin ein gestandener junger Mann
Und dann will ich dementsprechend auch respektiert werden. Und nicht, weil ich jetzt, sagen wir mal, ein Arm oder irgendwas habt, heißt, oh sorry, tut mir leid, das ist viel zu schwer für dich. So will doch kein Mensch behandelt werden.